Medien sind kommerzielle Veranstaltungen. Das Wesentliche ist, dass der Journalismus es nicht sein darf. Haben Sie begonnen als politischer Journalist beim Kurier. Da wollte ich gerne fragen, was war eigentlich so damals das Ereignis oder das einschneidende Erlebnis, dass Sie gesagt haben, jetzt gehe ich zum Kurier und werde dort einmal politischer Journalist Anfang der 80er Jahre? Naja, ich habe mir mit 10 Jahren vorgenommen, dass ich politischer Redakteur entweder bei Kurier, Krone oder damals gab es ihn noch beim Express werde. Und mit 25 hat sich die Chance aufgetan, dass mir jemand gesagt hat, die suchen wen, und da habe ich den Innenpolitikchef angerufen. Ich habe gesagt, ja, sie suchen wen. Also, nein, sind sie falsch informiert, aber vielleicht gehen wir morgen auf einen Kaffee. Ich habe keinen Kaffee getrunken, keine Angst, aber in ein Lokal gegangen, dem er mir eröffnet hat. Die Sache ist die, ich müsste sofort anfangen. Und ich habe gesagt, naja, kann ich, könnte gleich mit ihm raufgehen. Nein, Montag reicht. Speziell in den 90er Jahren hat ja speziell für den Printmarkt ja das Online-Zeitalter begonnen. Wie haben Sie das damals so erlebt? Ein sehr großer Umbruch, der auch bei uns intern unterschätzt worden ist. Der Standard war die erste deutschsprachige Tageszeitung, die im Internet verfügbar war. Ich weiß noch, dass damals ein kleines Team gebildet wurde und man hat gesagt, na, wenn das jetzt nicht mehr als 10.000 Schilling kostet, kann man das schon machen. Allerdings, wir haben eigentlich ein ziemlich faires Modell, dass eigentlich jeder gratis lesen kann, was wir produziert haben, was uns, die aus der alten Printredaktion gekommen sind, auch nicht unbedingt gefallen hat. Wir haben gesagt, das wird ja verschenkt, was wir um viel Geld produzieren. Die Schnelligkeit, wie ich von Ereignissen berichte, ist ja auch für die Zeitungen oder auch für Online-Medien ja ein anderer Faktor geworden. Nicht nur für Zeitungen und Online-Medien. Ein berühmtes Beispiel, das mir unvergesslich ist. Herbst 1984 haben einige umweltbewegte Leute den Kardinal König gebeten, er möge doch bitte für die Umweltbewegung eine heilige Messe lesen und eine Predigt zum Thema Erhaltung von Gottes Schöpfung halten. Das war eine sehr bewegende Predigt, das war eine, die sehr politisch war. Kein einziges Medium hat das aufgegriffen. Nicht der ORF in der Zeit im Bild, nicht die Morgenausgaben der Tageszeitungen, nicht das Mittagsjournal am nächsten Tag, sondern diese Geschichte stand in den Sonntagszeitungen. Diese Geschichte war die Aufmachergeschichte der Zeit im Bild am Samstagabend. Das war also mehr als 24 Stunden später. Da hat man sehr viel reflektierter darüber berichten können, was da gehört wurde und was das war. Diese Zeit hat man heute eigentlich nicht mehr. Wie war so die Zeit als Betriebsrat damals? Schwierig. Das meiste ist dann eh ganz gut ausgegangen, aber bei weitem nicht gut genug. Manchmal denke ich mir, da hätte man noch da oder dort viel mehr rausholen können. Und es ist belastend. Es ist etwas, was dich viele Nächte Nachtschlaf kostet. Zum Namen Bierpapst. Ja. Wie kam es dazu? Wie kam es eigentlich zur Affinität für dieses Getränk? Jeder, der dich treffen will, will ins Café Landmann gehen. Wenn du aber über Militärfrauen schreibst, dann weiß ja natürlich jeder Kellner und jeder andere Gast, und die Kellner neigen dazu, das den anderen Gästen zu erzählen, mit wem sich denn der Seidel da getroffen hat. Dann weiß natürlich die ganze Stadt und das Abwehramt, wer meine Informanten sind. Ja, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Und dazu kommt, dass ich keinen Kaffee mag und dass das Bier im Landmann mir nicht schmeckt. All dies bedenkend habe ich in der Nähe ein Lokal gesucht, das diskreter ist, wo es gescheites Bier gibt, und habe dann festgestellt, die Leute sind beim Bier oder spätestens beim dritten dann eh gesprächiger als beim dritten Kaffee.